Guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier im Berlin-Vlogger Weihnachtsburger. Wir öffnen heute das 17. Türchen. Hier ist die 17. So. Na komm raus da. Na los. So, da ist ein Auto drin, was bei Nacht fährt. Das soll auf jeden Fall Nacht sein. Und ja, ist ein Auto. Yay. Unser Milka-Adventskalender. Och nee. Schaut euch das hier an. Da ist wieder ein Bonbon dran. Yeah. Na ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Freude mehr an diesen Bonbons. Das ist ehrlich. Aber fressen tue ich sie trotzdem. Also, Milka Adventskalender waren wirklich mal gut. So, hier die 17. Damit geht ihnen ganz schnell ein Licht auf. Schaut euch an, Leute. Eine Taschenlampe ohne Batterien. Also es sind schon echt tolle Sachen dabei, aber es ist halt wirklich alles das Billigste vom Billigen. Aber ich finde es trotzdem echt schön. Allein guckt euch das hier an. Das sieht so aus, als ob das aus so einer Klopapierrolle gemacht worden ist, oder? Und die heutige Challenge, es weihnachtet sehr. Challenge 17. Mach es dir mit einer heißen Schokolade gemütlich und schau mit Freunden oder Familie Weihnachtsfilme. Und tatsächlich Liebe. Wie tatsächlich Liebe. Hä? Achso, jetzt check ich das. Filme wie Tatsächlich Liebe, Herr Polarexpress, das Wunder von Manhattan oder Kevin allein zu Hause. Oder. Ach, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, was wollen die jetzt von mir, obwohl das Filmnamen sind? Ja, Polarexpress habe ich schon geguckt und Kevin allein zu Hause haben wir ja alle schon zusammen geguckt hier im Berlin-Vlogger Weihnachtsprogramm. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Liebe Freunde und ganz herzlich willkommen, hier ist das Berlin-Vlogger Weihnachtsprogramm an diesem heutigen Donnerstag, dem 17. Dezember. Ja, ich dachte mir mal, dass ich heute mal auf die Politik reagiere. Und zwar einmal auf die AfD und auf Angela Merkel. Ja, es gab ja in letzter Zeit ziemlich krasse Videos, einmal von dieser blöden Kuh der AfD, dieser Alice oder wie die heißt, und dann zu einer Rede, wo Frau Angela Merkel wirklich kurz vor den Tränen stand. Das hat mich wirklich sehr berührt. Und nochmal was kurz zu meiner Meinung, bevor ich euch die Videos zeige. Ich finde wirklich, Angela Merkel ist eine super Kanzlerin. Sie hat alle von allen Kanzlern oder wie auch immer, von allen regierenden Leuten, auch besser als der Präsident der USA, also der ehemalige Präsident der USA, Trump, die Corona-Pandemie wirklich am besten gemeistert. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber nur ihr haben es zu verdanken, dass es so ist, wie es gerade ist und nicht schlimmer. Deswegen ein großes Danke an Angela Merkel. Die Frau ist wirklich klasse. Und dann zeige ich euch noch ein kleines Sketch-Video, und zwar von Extra 3. Die haben das so auf Spaß gemacht, so als Comedy und so. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Das zeige ich euch heute alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen. Hier ist das Berlin-Vlogger Weihnachtsprogramm. An alle Freunde, die uns so nahe stehen. An alle, die mit uns durchs Leben gehen. An alle Menschen, komm, singt mit mir. Merry Christmas and a Happy New Year. To all the people around the world. To all the children, the boys and girls. To all my friends, come and sing with me. Merry Christmas and a Happy New Year. Für die vermeintlichen Geschenke, die Sie damit im kommenden Wahljahr verteilen wollen, werden künftige Generationen noch lange zu bezahlen haben. Diese Bilanz allein dürfte schon reichen, um Ihre Kanzlerschaft als katastrophal in die Geschichte eingehen zu lassen. Aber das ist nur der Gipfel. Die schwersten Grundrechtseingriffe seit Bestehen der deutschen Nachkriegsdemokratie, die Sie zu verantworten haben, reihen sich nahtlos an die drei fundamentalen Rechtsbrüche, die auf immer mit Ihren Regierungsjahren verbunden bleiben werden. Erstens die Transformation der Währungsunion in eine Haftungs- und Schuldenunion. Zweitens die Industrialisierung und Wohlstandsvernichtung durch Energiewende, Autowende, Kohle- und Atomausstieg. Drittens die unkontrollierte Einwanderung unter Missbrauch des Asylrechts.
Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen will, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert. Also bitte, in den 15 Jahren Ihrer Kanzlerschaft haben Sie verspielt, was Ihnen Ihre Amtsvorgänger an Reformkapital hinterlassen haben. Die Fehler der Vorgängerregierung haben Sie nicht korrigiert, sondern verschlimmert. Das Deutschland, das Sie hinterlassen, ist tief gespalten, in seinen Grundlagen erschüttert und weit nach links abgedriftet. Radikal-Linke, da höre ich nämlich schon richtig, radikal-linke Ideologien wie Gender Mainstreaming oder der kommunistische Kampfbegriff Antifaschismus sind in den Mainstream gerückt, während Konformismus und Gesinnungsdruck, sozialistischer Irrglaube und planwirtschaftlicher Wahn eine absurde Wiederauferstehung erleben. Auch das gehört zur fatalen Bilanz Ihrer Regierungszeit. In der Tat, Frau Merkel, Sie sind die beste Kanzlerin, die Grüne und Linke je hatten. Die Begeisterung, die man von Ihnen dort entgegenbringt, ist der beste Beleg. Und es schmerzt mich, was aus diesem Land geworden ist. Und wir sind angetreten, um diese Schieflage zu korrigieren. Wir wollen erreichen, dass Recht, Gesetz und Verfassung überall und unbedingt gelten und nicht nach Belieben zurechtgebogen und ignoriert. Ja, Leute, ich kann dazu einfach nichts sagen. Mir fehlen einfach die Worte. Diese Frau hat einfach gar keine Ahnung. Klar, wir haben oder manche können halt gerade nicht arbeiten wegen Corona. Aber genau das ist ja gut für uns. Der Staat unterstützt die ganzen Unternehmen so gut, wie es wirklich geht. Aber wenn wir halt das jetzt nicht annehmen und einfach genauso wie die AfD gegen Merkel sind, dann, ich glaube, wenn Merkel nicht regieren würde als Bundeskanzlerin, ich glaube, dann wäre Deutschland schon lange verloren. Die AfD denkt zwar, dass dank Merkel Deutschland verloren ist, aber ich denke es genau andersrum. Merkel rettet Deutschland und die AfD, die sollte wirklich abgeschafft werden. Also ich bin wirklich richtig gegen die AfD. AfD kann von mir aus, alle von der AfD können wirklich verrecken. Das meine ich ganz ernst. Und ich finde, wie gesagt, halt Merkel macht wirklich einen super Job. Und ich finde es einfach, okay, jeder hat ein Recht auf Meinung, ne? Aber ich finde es einfach nicht okay, dass man so über Merkel schimpft, obwohl man gar nicht richtig weiß, was sie macht. Die wissen oder denken nur, dass sie alles falsch macht, weil sie es wahrscheinlich nicht anders irgendwie in den Hirn kriegen. Aber Merkel versucht wirklich, dieses Virus einzudämmen. Sie selber kotzt diese Maske und so ja auch an. Aber es ist einfach zum Schutz von uns selber und der Schutz halt zu anderen. Das ist ganz, ja, Merkel zerstört auch nicht unseren Alltag, sondern es ist zwar ein bisschen anders, klar, aber sie versucht es wirklich und versucht auch, es uns beizubringen, dass dieses Virus halt schnell eingedämmt wird, sodass wir halt wieder ohne Maske rumrennen können. Und nächstes Jahr soll ein Impfstoff erscheinen. Hey Angie, gerade ist doch Führungsstärke extrem wichtig. Da schließt du dich doch an, oder? Schließe ich mich nicht an? Oh Mann, na dann hör mal zu. Ja, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein. Das ist die Angela. Hey Angela. Das Integrieren hast du verpennt und 10% der Wähler rennt zur AfD. Angela. Nicht okay, Angela. Auf dich haut jeder Bauer drauf, da stößt dir ziemlich sauer auf. Oh je, Angela. Oh je, Angela. Du lässt es zu, dass der Kasper lacht, weil der Seppel dich zum Deppen macht. Das tut weh, Angela. Oh je, Angela. Bei Griechenland, da warst du hart. Warum nicht auch bei Visegrad? Oh je, Angela. Oh je, Angela. Die wollen ein Stück vom Kuchen haben. Tja, dann sind die auch mit helfen dran. Mach das denen mal klar. Sonst geh, Angela. Hau auf den Tisch, nein, mit der Faust. Wenn der Horst nicht will, dann schmeiß ihn raus. Mach ihn zu Frikassee, Angela. Ist okay, Angela. Ole, Angela. Ole, Angela. Wo ist dein Plan? Den Plan kann ich ja nur geben, wenn ich einen habe. Ja, das Video ist schon echt witzig. Da zeige ich nichts zu. Ja, ihr wisst ja selber. Also, ein geiles Video auf jeden Fall. Richtig witzig gemacht. Und jetzt der letzte Sketch für heute. Und zwar eine Rede, wo Angela Merkel fast die Tränen gekommen sind.
ihr in voller Länge. Es ist noch 14 Tage genau von heute. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da hin. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein. Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Und die Leopoldina hat auch recht, wenn sie uns mahnt, dann nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Maßnahmen dann auch aufzuzeigen. Ich meine, wenn wir ganz realistisch sind, dann müssen wir die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Wir haben jetzt schon so viele Monate mit diesem Virus verbracht. Und wir haben doch gelernt, wir können etwas dagegen tun. Das ist ein bisschen unmenschlich, dass ich immer auf Distanz gehen muss, dass ich keinen treffen soll. Und wenn, dann nur mit Schutzvorrichtung. Das ist richtig. Und diesen Mund-Nasen-Schutz. Aber das ist ja auch nicht etwas, was unser Leben total zerstört. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig, das wissen wir ja, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank. Oh, schon vorbei. Ja, sie sagt also nochmal das, was ich eben auch meinte. Ja, ihr habt es ja selber gehört. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Thema haltet. Weihnachten, Politik und Coronavirus. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ja, und das war's auch schon mit dem kleinen Reaction-Video zur heutigen Politik, zur AfD und zu Angela Merkel. Also wie gesagt, Angela Merkel ist wirklich eine super tolle Kanzlerin. Ich mag sie wirklich sehr gerne. Und ja, damit beende ich das heutige Video. Das war's für heute mit dem Berlin-Völker Weihnachtsprogramm. Wir sehen uns morgen wieder und ich esse jetzt weiter meine Schokokrossis. Bis dann, ciao.